Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir spielen heute wieder Master Ballers auf dem Apex Server und mit dabei ist der Chris. Hallo. Hallo. Oh Gott, Volleyball. Wir müssen den Volleyball bauen. Machst du ein Volleyballfeld oder? Natürlich. Okay, gut. Weil mein Freund regt sich immer auf, wenn ich Volleyballfeld baue. Aber da verliert man dann automatisch damit. Und das ist halt ziemlich nervig. Aber. Hier sieht man auch gerade meine Englisch-Skills. was noch? Ach so, ja, dieses Volleyballfeld ist so klein und so dünn bei mir. Ich muss es ein bisschen breiter machen. Und ich verbaue mich auch richtig hart. Oh nee, ich habe eine bessere Idee. Boom. Ich brauche noch. Weil ich mache da erstmal so einen weißen Teppich drum und dann. Ich habe früher immer geometrisch drauf geachtet, dass das immer perfekt aussah. So, ich mache jetzt einfach, dass das hier die Mitte ist, obwohl das überhaupt nicht die Mitte ist, aber ist ja völlig egal. Ist mir jetzt egal, wo jetzt die scheiß Mitte ist, die ist irgendwo hier. Die ist irgendwo in der Mitte. Ja, das klingt auch logisch, ne? Naja. So, zack, zack. Womit machst du hier dieses Netz? Ich mache das einfach auch, so zwei Zäune mache ich nach oben, dann Spinnweben. Okay. Willst du mal ab bei mir abgucken? Abbauen, nachbauen. Nein. Nee, ich hab das jetzt schon so. Oh, jetzt habe ich zwei Villager in einem gesetzt. Das ist voll hier lustig. Ich hab voll die coole Idee. Wie viele Dings da spielen immer in einer Runde? Ja, der fällt direkt runter, ey. Nein, nicht die Farbe. Ja, die Farbe ist gut. Wo ist es? Das hieß doch irgendwas mit. Nee. Scheiße. Wie heißt nochmal? Ich spiele natürlich auf Englisch. Da, Flower Pot. Ja. Sieht das gut aus als Volleyball? Man weiß es nicht. Ich mache einfach. Der verschwindet natürlich. Oh Gott. Ich muss irgendwas finden. Irgendwas. So. Gut, das habe ich jetzt endlich fertig, das Volleyballfeld. Und jetzt mache ich halt da, wo Leute zugucken können. Ach so. Ich dachte, mein Internet ist wieder Schrott. So. Hier hin einer. Da oben. Mein Internet ist bekannt. Der steht einfach im Zaun. Das machst du super. Mein Internet ist bekannt dafür, kaputt zu gehen. Ja. Oh Gott, noch eine Minute. Nein! Jetzt einfach noch Villager draufsetzen auf die Tribüne. Ja, bei mir auch. Oh, der guckt gar nicht aufs Volleyballfeld. So. Du sitzt einfach ganz oben. Du sitzt da irgendwo. Irgendwie ist das bei mir voll lustig. Na, 15 Sekunden, ich schaff das nicht mehr. Ich wollte eigentlich noch eine Palme hier hin machen. Oder, nee, ich brauch viel zu lange, um zu suchen. Nee, ich mach das wieder. Schnell 5 Sekunden. Boah, ich hab's geschafft, yes. Ja, ich nicht. Ja, yeah. Okay. Ja, gut. Sieht gut aus. Sieht gut aus mit diesem fliegenden Volleyball da. Ich finde das eigentlich ganz so gut. Was? Hä? Okay, nein, das ist ein. Ich finde da kein Volleyball drin, das ist einfach viel zu klein. My eyes are bleeding, was war das denn? Meine Tür. Naja, egal. Das hört man öfters in meinen Aufnahmen. Ich finde das. Was ist hier denn? Das ist deins. Ja. Nein. Okay, es gibt trotzdem ein Okay. Ja, ich finde die Zuschauertribüne ist gut gelungen. Ich gebe dafür ein. Wow, everything is awesome, ey. Ich hab doch gesagt, das ist deins. Das sieht aber nicht so schlecht aus, ne? Nö. Mit Monstern, das ist mal was Neues. Ich finde das aber irgendwie nicht so schön. Das ist okay. Der hat einen Kommentatorenplatz, das ist geil, das ist mir nicht eingefallen. Aber die Tribüne ist lächerlich, das ist, sind Sitzplätze. und die stehen davor. Das ist nice gemacht worden mit den ganzen Bäumen und ich glaube, das ist deins. Nein. Okay. Aber der grüne Volleyball, ich gebe dafür auch einen, jetzt okay. Ich gebe davon mehr, weil ich davor auch einen mehr gegeben habe. Ich hab hier Snow gemacht anstatt das andere. Das kriegt auf jeden Fall ein Gut, weil das ist einfach nur gut gemacht. Da muss man einfach Respekt vorgeben. Ja. Und der hat keine Fences benutzt, wie es andere manche machen. Ja, aber gutes Deutsch auch. Das ist ja auch halt nicht immer aus Zäunen, weil das sind ja jetzt halt größere Menschen, dann kann man das auch so bauen. Mhm. Wieso steht da einer so in der Luft?
Jumping. Ja, Jumping, hast ja. du sehr gut Das sieht total dargestellt. komisch aus. Mir gefällt das nicht, dass keine Umrandung mehr ist. So, fertig. Hijack! Ja, kommt, glaube ich, von der Call of Duty Map. Hijacked. Ja, das meinte ich. Das baut mein Freund immer. Okay, tschüss. My eyes are bleeding. Ja, ich finde das selbst voll Das ist. hässlich. Das ist nicht gut. Das sieht nicht gut aus. Ja, finde ich Hätte auch. man wenigstens was. Ja, aber das Ja, ist gut. quasi, das ist nicht immer gleichmäßig. Das sieht auch nicht so schön aus. Das ist deins. Fliegen die Tribünen in der Luft. Du hättest hier vielleicht noch zwei Fans machen können. Aber es ist geil. Und ich gebe dafür jetzt. Nee. Der Ball ist auch geil. Der prallt gegen da. Ich wollte noch einen Good geben. Man, immer bei mir schreiben alle sich kaputt und sagen, dass es schlecht ist. Und bei den anderen, was super schlecht aussieht, schreiben die nie was. Was ist das denn? Es sieht komisch aus. Lol, die feiern hier noch eine Pulpa. Das ist geil, das ist geil. Das ist okay. Mit so einem DJ noch so. Düm, ja. Glotzkopf. Mach ich auch immer abends Netflix. Was ist das denn? Das ist irgendwie süß. Aber was soll das hier sein? Wurden da Kinder im Sand vergraben oder wie? Wo? Es ist hier, das sieht aus, Da. als würden Kinder im Sand vergraben. Ist Naja. okay. Ist okay. Naja. Ich werde jetzt immer ein It's, wenn ich jetzt okay gebe, so ein okay einfügen. Hier hätte man eine Leiter machen können, aber das ist auch geil. Ich bin immer so einer und ja, der Ball ist nicht ganz so groß und das ist ein Tennisfeld. Guck mal, wie groß Es der ist. Ball ist. Das sieht total. Toilet. Jawohl. Runterspielen. Sound einfügen. Mal gucken, wer gewonnen hat. Oh Gott, wie schlecht ich war. Zweiter, zweiter. Guck mal, wie schlecht ich war. Oha, ja, okay. Wenigstens noch die 100 geknackt. Wenigstens, ne? Die hat einfach 144. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen und lasst auf jeden Fall ein Like da und bist du ein Spack, verpiss dich, Railway. So, ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall gefallen. Checkt bei Kaikon aus und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Oh. Hey! Du! Tschüssi.